Ja, moin moin und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich befinde mich gerade oberhalb von Bremen, also nicht Richtung Norden, sondern was ist denn das hier? Schräg Westen? Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall an der Weser. Richtung Osten muss das sein. Richtung Ost-Südlich, so Südöstlich. So heißt das. Auf jeden Fall an der Weser. Mal gucken, sieht man's. Das Schlauchboot ist schon im Wasser. Und ja, jetzt muss ich gleich noch den Rest Sachen einpacken. Ja, und dann geht das voraussichtlich heute Abend noch, bis die Sonne ganz untergegangen ist. Ja, nicht mehr ganz so weit. Ein Stück hoch die Weser. Da gibt es so ein paar coole Spots. Da werde ich übernachten. Und dann morgen bei hoffentlich ganzen Tag Sonnenschein weiter. Und übermorgen dann zurück. So, also, wir sind jetzt, wie weit sind wir gefahren? 6 Kilometer ungefähr? 6 Kilometer. Genau, 6 Kilometer. Wir sind ja relativ spät los, das war ja schon ungefähr eine halbe Stunde, bevor Sonnenuntergang ist. Jetzt sind wir hier an einem kleinen See, der von der Weser abgeht. Haben eben gerade ein paar Würstchen gegessen, machen noch ein bisschen Feuer, trinken ein Bier und dann gehen wir auch bald schlafen. Und dann morgen, wenn es wieder hell ist, dann zeige ich euch, wie das hier genau aussieht. So, ich hoffe mal, das geht vom Wind her. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind hier gestern Abend ganz gut angekommen, haben noch ein bisschen was gegrillt, gegessen, haben wir geschlafen, haben einen super schönen Platz gefunden. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Das ist mir immer so ein bisschen die Hälfte zeigen. Hier vorne fliegt irgendwie ein Modellflugzeug. Das sieht man glaube ich sowieso nicht. Moin, sagt er da hinten. Der ist auch schon wach. Ja, wir werden jetzt gleich erstmal, denke ich mal, einen Kaffee kochen. Ein bisschen was frühstücken. Und uns dann auch einen Weg machen wieder. Weil wir wollten halt eigentlich noch ein bisschen Kilometer machen. Erstmal richtig wach werden und dann geht's gleich weiter. Ich zeige euch erstmal das Camp.
Ja, jetzt waren wir ein bisschen schnell. Und haben wir schon zusammengepackt. Hier haben wir auf jeden Fall geschlafen. Hier habe ich geschlafen. Steven hat daneben geschlafen. Ach so, übrigens, Steven ist dabei. Den hat man noch gar nicht gesehen. Sag mal hallo YouTube. Ja, moin YouTube. Ja, genau. Ja, da liegt das Boot. Wir haben die Sachen schon zusammengepackt. Hier haben wir gepennt, wie gesagt. Da haben wir Feuer gemacht. Ja, das ist so ein... Das ist eine Landzunge. Bis da vorne. Und dahinter ist direkt die Weser. So, und da vorne kann man reinfahren. So ein See, der direkt an der Weser ist. Ich weiß nicht, ob man es hört. Da sind die ganze Zeit Modellflugzeuge. Manchmal drei Stück gleichzeitig. Da scheint irgendwie so ein Modellflugplatz zu sein. Wir kommen aus der Richtung. Und also Weser runter, so rum. Beziehungsweise da ist irgendwo Bremen, glaube ich. Und fahren jetzt so rum. Und dann geht das hier hinten wieder weiter hoch in die Richtung. Schafe sind auch da. Schafe und irgendwelche Hühner und Enten. Heute Morgen war da hinten so ein Schwanviech. Ja. Na gut, wir packen mal weiter zusammen und dann geht's gleich weiter auf dem Wasser. Bacardi Beach nennt sich das hier. Ein Strand nach dem anderen. Du bist nicht mehr drauf, aber es ist so weit wie mich ist das nicht, aber egal. Ja, du bist auch mehr drauf. Ja. Das Video geht noch links und rechts noch weiter. Ach so, das ist nur, das ist ja, ist, genau, ist ja so, aber man sieht nur den Ausschnitt, weil das, ja, das Play so ist. Kann man ein schönes Bild rausschneiden, oder? Kann man ein schönes Bild rausschneiden, oder? Bild rausschneiden? Ja. Ja. Am Bier ist gut, ey. Ein Spiel ist richtig geil mit dem Wetter und so. Ja, 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 ja. Eigentlich haben wir das ja Campingplatz. Da gibt es hier ran, ne? Glaube ich, oder? Nee, das sind die Dinge für die Hütte. Die haben so spezielle Namen, diese Hütte hier. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber guckt euch mal die Pferde an. Die sitzen, die chillen da schön am Strand. Die liegen da in der Sonne. Richtig gut. Ja. Wir sind jetzt kurz vor Achim. Da hinten sieht man die Häuser schon. Da ist Achim. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob man da kurz mal in den Hafen reinschaut. Mal schauen, was so, um zu gucken, was da los ist. Aber das sehen wir gleich. Aber die Pferde wollte ich euch mal zeigen, das ist cool. Das ist schon schön hier. Vor haben wir übrigens, wir wollen ganz gerne bis nach Pferden fahren und dort in die Aller. Und dann die Aller noch ein bisschen hochfahren und da irgendwo dann heute Nacht übernachten.
Mal gespannt, wie weit wir da kommen jetzt heute noch, weil die Weser, kurz nach Achim, da teilt sich die Weser. Da gibt es dann einmal einen Schleusenkanal und die Weser, wie sie halt selber so weiterfließt. Und ich wollte gerne nicht durch den Schleusenkanal, also uns nicht schleusen lassen, sondern durch den anderen Kanal. Da ist ein Sperrwerk und da gibt es eine ganz geile Sache, wie man dort übersetzen kann. So, jetzt sind wir hier an der Stelle angekommen. Nach hinten. Hier rechts ist Achim. Also wir sind jetzt gerade, so gesehen, an Achim vorbei. Das ist dann hier fast zu Ende. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo die Weser sich teilt, so gesehen. Und zwar nach links. Hier fahren wir da ein bisschen rüber eben. Wahrscheinlich hört man mich gar nicht, weil es einfach zu laut ist, dieser Motor. Ich sag wahrscheinlich hört man nicht, weil der Motor einfach zu laut ist. Das war zwei Takter. Also linksrum sieht man ganz da hinten, ob man es auf dem Video erkennt, so genau weiß ich nicht, sieht man die Schleuse. Und die Weser geht eigentlich rechtsrum weiter. So, wir könnten uns jetzt dort hinten schleusen lassen, haben wir aber nicht vor. Wir wollen hier rechtsrum fahren. Dann macht die Weser ganz viel Schlenker. Und dann kommt man zum Sperrwerk. Da fahren wir jetzt hin, auf jeden Fall. Ja. Und das Bier, das schmeckt. Siehst du, das Bier schmeckt, sagt er. Ja. Überall Strände hier, richtig schön. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Seit heute Morgen keine Wolke, nur der Mond da oben und die Sonne auf der anderen Seite, da so. Und richtig schön. Oh, wie ist das schön. Oh. Ja, so. Wir machen Pause. Mach schnell, da hast du auch gut drauf. Ja, mach ich doch. Na, wir sind hier mal eben am Strand. Also Mini-Strand. Mussten nämlich mal eben kurz Kanister umfüllen. Und ja, sind wir eben pinkeln gehen und so. Wir sind ein Stück hinter Achim. Haben noch ein paar Kilometer vor uns. Bis zur Sperrwerk. Die Schleuse ja nicht, aber Sperrwerk irgendwie. Huch, das ist ziemlich schlammig hier. Und ja, wir werden hier nochmal eben ein bisschen was essen und dann geht das weiter. So, wir sind an der Schleuse angekommen. Hier geht's nicht weiter. Wir haben gesagt, so irgendwo da hinten auf der Seite, da ist der. Ich bin an der Schleuse angekommen, am Sperrwerk angekommen. Ja, die Schleuse ist auf der anderen Seite, die hat man ja gesehen vorhin. Und ja. Hier gibt es eine ganz geile Art, darüber zu kommen mit einem kleineren Boot. Da sind wir auf der linken Seite. Da gibt es so eine Art Lore, wo man das Boot aufmachen kann, darunter ziehen kann. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Wir fahren danach dann noch. Ja, wir sind angekommen. Da ist das Sperrwerk. Da unten steht unser Boot. Und hier gibt es so Schienen. Die führen dort oben hoch. Da müssen wir jetzt mal eben hochlaufen.
Da gibt es nämlich einen Slipwagen, den wir uns hier rüberziehen können, wo wir das Boot dann draufpacken, um unser Boot darüber zu ziehen. Erstmal eben runterspringen. So. Das wollte ich auch mal machen. Ja. Weil das ist halt ein Sperrwerk. Das mal eben zu zeigen. Dass ich hier runter mal eben. So. Das ist das Sperrwerk halt hinter uns. Und meistens hat man an einem Sperrwerk auch eine Schleuse. Wie zum Beispiel in Bremen am Weserwehr oder in Bremen Nord bei der Lesum, in Grohn und so weiter. Aber das gibt's hier nicht. Deswegen gibt es den Schleusenkanal extra. Und ja, da sieht man es schon. Hinter uns gibt es Tunnel, einmal quer durch. Und da steht auch ein Slipwagen schon drin. Den nehmen wir uns jetzt, da kommt das Boot drauf und dann ziehen wir das Boot einfach hier rüber durch den Tunnel durch und da drüben gehen wir wieder rein ins Wasser. Da sieht man es zum Beispiel sehr gut. Den Unterschied, wie hoch die Weser dort hinten ist und wie hoch die hier vorne ist. Das heißt nämlich, wenn also die Richtung runter geht es jetzt zur Nordsee und dann kommt in Bremen beim Weserwehr, kennen einige aus den Videos von Natururin, da ist dann halt so eine Stauanlage wie hier.